jetzt steht hier der dezimierte Vierer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Gold. Danke. Ihr habt es richtig, richtig spannend gemacht. Konrad, du als WM-Neuling, woher hast du die Ruhe genommen und wusstest, dass du da noch ranfahren kannst? Ich glaube, die Ruhe kommt durch die anderen drei Leute im Boot. Also ich glaube, als Einzelsportler wäre man hier bei einer ersten WM deutlich aufgeregter gewesen und nervöser im Rennen, aber ich wusste, ich habe drei starke Leute hinter mir und die schieben das Boot auch mit durch und deswegen wusste ich dann ab 600, als wir den Pol noch weggefahren sind, jetzt haben wir Flügel, jetzt läuft. Kiri, ich habe vorhin mit einem halben Ohr gehört, vor 10 Jahren war das hier genau dein WM-Start und jetzt hast du endlich die erste Goldmedaille. Wie fühlt es sich an? Genau, also es war vor 10 Jahren, da waren wir Junior noch. Die Leute, die mit mir damals im Boot waren, die paddeln alle nicht mehr. Ich habe mich, sag ich mal, noch 10 Jahre durchgekämpft. Ich bin jetzt super happy, dass es die erste Goldmedaille ist. Ich habe vornherein schon oft gesagt, dass ich hier Gold holen möchte. Zeit wurde es. Wir haben ein super top besetztes Boot gehabt. Also besser hätten wir den nicht besetzen können. Somit war die Anspannung für mich halt auch da. Und ich war mir trotzdem relativ sicher, dass ich jetzt nicht aus dem Nichts heraus diese Vorgabe mir setze, bin aber trotzdem extrem happy, dass es auch so funktioniert hat. Ja, Glückwunsch euch beiden. Feiert heute Abend schön. Machen wir, danke.